Von Mailand ging es für uns in Richtung Nizza. Wir leben im Wohnmobil und sind jetzt auf Tour. Wer uns noch nicht kennt, der kann gerne mal auf unserem Kanal vorbeischauen und in die Playliste schauen, Leben im Wohnmobil. Wir sind in Richtung Spanien und haben vorher ein paar Stationen in Südfrankreich gemacht. Wir sind hier auf drei Campingplätzen gewesen, die wir euch gerne zeigen möchten, hier in diesem Video. Hallo, ihr Lieben, ich bin Rosa. Und ich bin Ralf. Und zusammen sind wir Taukomi. Hallo. Was haben wir die vergangenen 12 Tage gemacht? Wir sind in Südfrankreich unterwegs und waren hier auf drei Campingplätzen. Wir werden keine Platzvorstellungen machen. Wir haben das schon in der Vergangenheit versucht, wir haben es auch gemacht. Und ja, wir haben das Gefühl, das können wir nicht so wirklich gut machen. Nee. Deshalb haben wir gesagt, wir werden euch sagen, wo wir sind, wo wir waren. Wir werden auch so kurz die Plätze zeigen und auch die Plätze benennen und vielleicht auch zeigen, wo wir da gestanden haben. Und auch dann natürlich vielleicht so eine Art kleine Konklusion machen, dass wir sagen, okay, fahren wir nochmal hin, fahren wir nicht nochmal hin. Genau, es ist aber nur Und unsere Meinung. einfach ganz, ganz subjektive Meinung, Genau. die an anderen Tagen im Jahr, an anderen Monaten ganz anders sein kann. Ja, und was wir auch gemerkt haben, aber das kennt man vom Leben, dass die Erfahrungen, die andere machen, nicht immer für einen selber, auf einen selber zutreffen müssen. Nein. Jeder hat da ein anderes Empfinden. Der eine findet das wichtig, der andere wiederum was anderes, ist da ein bisschen lockerer drin. Letztendlich muss man sich seine eigene Meinung bilden, aber wir sagen die jetzt einfach mal. Genau, aber das ist wie gesagt nur unsere. Und was wir dann auch machen werden, wir werden dann in den Videos auch noch einen kleinen QR-Code einblenden, wo man dann sieht, ah, da kann man auf die Webseite vom Campingplatz, da kann man sich dann noch Informationen besorgen. Ja, genau. Ja, und dann ging es los. Wir sind von Mailand dann in Richtung Nizza. Genau, da sind wir dann auf den ersten Campingplatz gefahren. Ja. Der heißt Les Cent Chênes, auf Deutsch die 100 Eichen. Ein sehr schöner Platz, der im Wald gelegen ist. Und für uns jetzt hier mit unserem 6 Meter Wohnmobil Mila und unserem Anhänger etwas schwieriger zu befahren war, muss man Ja, ehrlich sagen. ja. Wir haben, kleiner Nebensatz, wir haben schon bemerkt jetzt in den paar Tagen oder Wochen, die wir unterwegs sind, dass es doch was anderes ist, ob man mit einem Wohnmobil unterwegs ist oder mit einem Wohnmobil und einem Anhänger. Gerade wenn man Plätze befährt. Also diese Grundregel, man steigt vorher aus, die meine Frau ja immer schon propagiert hat, aber ich immer gedacht habe, ach, das passt schon alles irgendwie. Nee, das ist schon gut mit dem Anhänger ganz besonders wichtig, dass man wirklich vorher hingeht und sich anschaut, wie ist das da. Ja. Also das war da nicht ganz so easy. Nee, ich glaube, das ist auch ein Platz, der nicht so ideal ist für große Nein, Wohnmobile auf gar keinen Fall. oder auch große Wohnwagen. Aber also der Platz hat, glaube ich, um die 50 Ja. Stellplätze. Ja. Ist ein kleinerer Platz, also in dem Sinne. Ich weiß auch nicht, ob in diesen 50 Plätzen schon die Blockhäuser mit eingerechnet Ja, doch, ich sind. glaube Das schon. sind so Doch, doch. kleine Blockhäuser. Klein, aber fein. Ja. Also uns hat die Atmosphäre sehr gut gefallen. Dann hatten wir selber einen schönen großen Stellplatz oder Parzelle. Ich sage das immer wieder falsch. Und wir hatten ein kleines privates Bad in so einem kleinen Schuppen. Also das fand ich ganz toll. Eine kleine Dusche, eine Toilette, ein Waschbecken und im Außenbereich auch ein Spülbecken. Das war Ja. aber alles eher Ihre Größenordnung. Ja, ich Für fand mich. das. Ja, kann ja keiner was dafür, dass ich so Nein. groß bin.
Also wenn er diesen Schuppen betreten hat, wackelte Schnitt. das ganze Ding. Aber bei ihr auch ein bisschen. Ist Also es das ist, nicht wahr? Ich bin eine Elfe. ja, das ist auf jeden Fall richtig, aber trotzdem. Also das war auf jeden Fall. Aber es war, also es war sauber und es war vor allen Dingen auch einfach schön, dass man seine eigene Toilette, seine eigene Dusche auf dem Platz hatte. Das war einfach schön, ob das Ja. dann ein bisschen knirscht und knarscht. Der Campingplatz ist im Hinterland von Nizza, circa 13 Kilometer Entfernt, genau. entfernt, ein kleiner Ort, Saint-Jeanet. Ich hoffe, ich spreche das alles richtig aus. Parfait. Ja, da sind wir dann auch mit unserem Roller mal hingefahren und das ist eine wunderschöne Stadt, wie wir finden. War sehr viel los, aber es war toll. Der Platz liegt so ein bisschen abseits. Also wer Trubel um sich rum haben möchte, da ist das nicht der ideale Nee, Platz, weil nicht. der auch selber nichts hat außer einem kleinen Pool. Nein, nein, da ist es auch kein Supermarkt oder sowas oder keine Ahnung. Also da ist ja nichts, ne? Ideal für Menschen, die gerne wandern gehen. Ja, und Radfahren. Also dein Fazit, würdest du noch mal hinfahren wollen? Ja, und deines? Im Gesamten super. Nicht alles perfekt. Im Übrigen kostet eine Waschmaschinenladung 6 Euro. Das fand Das, ich ja, recht teuer. aber es ist überall sehr teuer geworden. Aber es gibt immer irgendwo Nachteile und ich würde da gerne noch mal hinfahren. Ein sehr schöner Platz. Als Gesamtpackage. Wir kommen Top. wieder. Bevor es mit unserem Video weitergeht, hier noch ein paar Worte bzw. eine Bitte. Wenn ihr wissen wollt, wie es mit uns weitergeht, dann bitte hier abonnieren, vielleicht auch die, die uns schauen und dies noch nicht getan haben. Das Abo ist kostenlos und wenn ihr nichts verpassen wollt, schaltet auch noch die Glocke ein. Wir freuen uns natürlich auch über Daumen hoch und wenn ihr uns teilt. Merci! Dann ging es weiter nach Le Lavandou. Dort ging es auf den Campingplatz Camping du Domaine. Ein Platz direkt am Meer gelegen. Ein relativ großer Platz, muss ich sagen. Aber es hat uns, glaube ich, geflasht von der Parzelle her, die wir dann dort hatten. Unsere Parzelle ist strandnah, sehr schön, wirklich groß. Hier hatte Mila super Platz. Hier ist noch an der Seite, gehört alles noch zur Parzelle, zu dem Grundstück. Hier steht Schrumpelpuh, unser Anhänger. Hier haben wir schön sitzen können. Ja, und eine super schöne Aussicht von hier aus. Sehr, sehr schön, ein ganz toller Platz. Von der Zufahrt her großzügig, Rezeption großzügig, dann wird es huckelig und ruckelig. Also man muss schon gucken, dass man mit seinem Wohnmobil da irgendwie hinkommt. Aber die Parzelle, die wir dann hatten, muss ich sagen, war traumhaft. Die war Traumhaft. irgendwie so in der zweiten Reihe, Mehrreihe oder wie das heißt. Und man konnte, man blenden ja auch dauernd Bilder dazu ein, man konnte also von der Parzelle das Meer sehen. Und das war schon richtig schön, muss ich Ja, sagen, ne? also die Lage, da macht es wirklich absolut die Lage Absolut, traumhaft, Strandnähe und der Campingplatz selber, der hat auch Animationen und so weiter. Das ist für uns nicht so wichtig, Nein. ist aber vorhanden. Supermarkt, Restaurant, Alles da. alles Pizza, da. Bringdienst, alles. Also das ist wirklich top. Ja. Und der Platz, also diese Parzelle hatte geradezu ein tropisches Flair, kann man sagen. Das war Ja, wirklich richtig, richtig schön. das war Das muss ich traumhaft. sagen. Nachteilig, allerdings muss man genauso klar sagen, die sanitären Anlagen und die Einrichtung für Spülen und ähnliches. Der Campingplatz ist, glaube ich, 50 Jahre alt geworden und Nee, 70, oder glaube ich 70, sogar. 70 sogar. Und man hat das Gefühl, die sanitären Anlagen sind da irgendwo fast stecken geblieben. Also das war für uns Für ziemlich uns schlecht. Katastrophe. Wir haben auch schon überlegt, ob wir so empfindlich sind, weil das auch immer wieder Thema bei uns ist. Wir haben auch gelesen, bei einer Kritik so nach dem Motto, wer mit solchen
Duschanlagen und so weiter nicht klarkommt, Sollte besser wäre zu Hause kein bleiben. Camper und sollte besser zu Hause bleiben. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe das nicht ein. Wenn ich ein Camper bin, heißt das nicht, dass ich in Schmutz baden muss. Und das sehe ich überhaupt nicht Ja. ein. Und es ist ja auch immer noch die Frage, ich meine, baulich ist ja das eine Thema, aber wir haben dort auch in der ganzen Zeit, es waren ja doch immer in 7 Tage da, nicht eine Reinigungskraft in dem Sinne gesehen. Das Einzige wurde mal der Schlauch da reingehalten und das war's. Also es ist dann zumindest so für uns jetzt dann doch eher Ja. gewöhnungsbedürftig. Schade, weil wenn der Campingplatz jetzt noch gute sanitäre Anlagen hätten auf einem bestimmten Niveau, würde sich manch anderer warm anziehen müssen. Das muss man da halt dann anders regeln. Aber gut. Dafür hat man ja ein Wohnmobil mit Dusche und Toilette. Aber wie gesagt, die Lage fantastisch, die Umgebung ganz toll. Der kleine Ort Lüllawandu, Auch schön. Mit wunderschön. mehreren kleinen Häfen, so mittelalterlicher Hafen, neuer Hafen, alter Hafen. Schön. Wirklich schön. Ja, ein Traum. Aber auch jetzt hier Die Frage der Fragen. Würdest du wieder hinfahren? die Lage. Da macht es die Lage, Lage, Lage. Genau. Auf jeden Fall Würdest du wieder hinfahren? würde ich wieder hinfahren. Ja, ich Ja. auch, aber wie gesagt, nur, ich beuge mich auch der Lage und der schönen Parzelle und dem Ganzen da, aber von den anderen Sachen her würde ich es eher nicht tun, aber in dem Fall dann unterm Strich doch, ja. Also dann doch Daumen Ja, hoch, ne? Daumen hoch, tatsächlich, ja. Obwohl der Campingplatz was an den Sanitäranlagen tun müsste. Jetzt sitzen wir mal hier bei unserem Schrumpelpoo. Der kommt, glaube ich, immer so ein bisschen zu Genau, kurz. den werden wir jetzt erstmal zum Fernsehstar ausbilden. Ja, und dann ging es weiter. Genau, die dritte Station war dann oder ist dann ein Campingplatz. Der Name ist Camping du Mazarot. Das liegt in der Nähe von Sommières. Und ich muss sagen, das war eigentlich der Platz, wo ich persönlich am wenigsten Erwartungen hatte und dachte, naja, irgendein Platz sein. Und da muss ich tatsächlich ein bisschen revidieren und sagen, der ist sehr, sehr schön, der Platz. Ja. Wirklich toll. Also die Ankunft war schon sehr schöne Rezeption. Und auch dann der Platz sehr gut zu befahren, auch mit den Anhängern. Sehr großzügige Parzellen. Also wir haben jetzt so eine Mid-Range-Parzelle irgendwie, die hat zwischen 100 und 150 Quadratmeter, würde ich mal tippen. Kommt mit, jetzt zeigen wir euch unsere Parzelle, wo Mila und Schrumpelpuh stehen. Ja, so sieht's da aus. Da passt also alles wunderbar drauf. Das ist gelegen, ihr seht jetzt auch in den Bildern, mitten im Wald. Überall stehen noch mal so Blockhütten rum und so. Also ein sehr, sehr schöner Ein Platz. sehr schöner Platz. Also Ralf steht eigentlich Nö, nicht so gerne überhaupt im nicht. Wald Nee, oder gar nicht. so unter Bäumen. Nee, Und nee. das war ja schon bei dem ersten Platz, wo du auch gesagt hattest, na ja, mal Ist nicht das schauen. Und meine, ja. das ist nicht das deine. Du stehst lieber mit dem Wohnmobil am Strand. Mit dem Hintern im Wasser. Ja, und ich war auch gespannt auf diesen Platz hier und die Atmosphäre ist einfach traumhaft. Also es ist wirklich auch nachts, ist es eine interessante Atmosphäre. Es ist, verstehst du, als wenn du mitten im Wald stehst. Es ist wirklich interessant. Ganz Ja. andere Geräusche, dann fliegen schon mal so ein paar Eicheln aufs Wohnmobil. Das ist ganz witzig. Aber es ist wirklich ein schöner Platz. Auch die Ja. Sanitäranlagen sind okay. Sie sind jetzt nicht top, aber sie sind okay. Also insofern kann man hier nur sagen, das finden wir richtig gut hier. Ja, und das Städtchen Städtchen ist auch Sommière. wunderschön. Waren wir gestern mal mit dem Roller, auch da noch ein paar kleine Eindrücke hier. Ja. Auch sehr, sehr schön. Die hatten gestern auch noch Markt und so. Also richtig toll. Und hier gibt es auch Ja. alles. Hier gibt es ein Restaurant, hier gibt es eine Bäckerei, hier gibt es einen kleinen Supermarkt, Kleine eine Poollandschaft. kleinere Poollandschaft. Also top. Und jetzt zu der Zeit hier ist nicht so viel los. Relativ leer und damit auch relativ ruhig, ne? Ja, die ganze Gegend eignet sich auch wieder super zum Wandern. Hier werden jetzt Weinfeste ausgestattet und eine wunderschöne Gegend. Und Fazit hier auf jeden Fall. Also, ich würde auf jeden Fall wiederkommen. Ja. Also, die sehen uns noch mal wieder. Also hier trauen wir uns sogar eine Empfehlung Ja, auszusprechen, doch, ne? sollte man sich mal anschauen. Wirklich klasse. Ja, sehr schön. Für uns geht es jetzt weiter. Wir fahren morgen nach Spanien. Also, bleibt dran, schaut euch an, wo es hingeht. Bis bald, ihr Bis Lieben. dahin, tschüss. Tschüss.